Willkommen Leute zu einem neuen Part von WarioWorld. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt ein weiteres halbes Herz. Und ja, ich habe offscreen natürlich alle Statue-Teile geholt in dem ersten Level der dritten Welt. Und weil es natürlich das erste Level der dritten Welt ist, heißt es, dass wir auch nicht mehr lange hier an diesem Projekt sitzen. Also, wir sind schon beim zweiten Level jetzt auch. Und es gibt ja nur vier Welten in diesem Spiel und natürlich am Ende noch den Endboss-Fight. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter in Valhalla, Rankenkletterei. Und ich höre jetzt schon direkt einen Wichtling und guckt es euch an. Diese kleinen Drachen sind jetzt so Mini-Wölfe geworden, so eine, ja, weiß nicht. Ja, sehen immer halt anders aus, aber sind wie gesagt immer die gleichen Gegner, was natürlich ein bisschen langweilig ist, aber was will man machen, Leute, man kann es eh nicht mehr ändern. Aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Dieses Level kenne ich halt absolut überhaupt nicht. Und was kann man hier mit diesen Ranken machen? Kann man da irgendwas mitmachen? Okay, ja, okay. Wir können uns da wieder drauf drehen, glaube ich. Weil da ist ja so eine Drehanzeige drauf. Und dann wird die sich wahrscheinlich so ausfahren. Ja, okay, ich habe recht. Also, wir wollen mal wieder alles mitnehmen, wenn wir es schaffen. Das letzte Level war ja echt schon ziemlich unübersichtlich. Und irgendwie erinnert mich dieses Level an... Ja, wo war das denn? Gestiefelte Kader? Gab es doch so viele Filme, wo diese Ranke nach oben gesprossen ist und dann... Ja, ist da der Riese gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ist das irgendwie ein Märchen oder sowas? Egal, wirf die Früchte der Killerkastanien ab. Vorsicht, ihre Früchte sind stachelig. Erschüttere den Boden, damit du sie dir schnappen kannst. Die Kastanien hier oder meine... Oh, jetzt sind hier auch noch Vögel. Das sind hier einfach ganz, ganz normale Vögel. Hier haben wir noch einen Schalter. Zum Glück habe ich den nicht übersehen. Aber wie gesagt, Leute, das Projekt wird nicht mehr lange gehen. Und ich weiß, es werden nicht so viele Leute da sein, die das Projekt gucken. Aber Leute, immer noch, gebt dem Spiel eine Chance. Es hat echt einen coolen Humor, meiner Meinung nach. Und insgesamt ist es auch ein echt lustiges Spiel eigentlich, was man so zwischendurch sich mal anschauen kann. Und ja, gebt dem Spiel einfach eine Chance, Leute. So, okay. Aber ich glaube, ich höre auch gerade eins von den Statue-Teilen. Da werde ich jetzt mal gucken, ob das unten lag oder hier oben. Wie gesagt, ich werde sehr wahrscheinlich diese Welt wieder in zwei Parts cutten. Mal schauen, wie ich so vorankomme. Und was sind das für coole Rochen? Ja, moin, Leute. Die sehen aber echt cool aus, das müsst ihr sagen. Also, das sollen wahrscheinlich jetzt... Nee, das sind... Sind das irgendwelche normalen Gegner, die man so kennt? Ich dachte jetzt gerade, das wären die Triceratops, aber ich glaube, das sind andere Gegner. Es kann aber auch gut sein, dass das die Triceratops sind. So, ich gehe nochmal nach unten. Vielleicht habe ich da einfach was vergessen. Oder ist das hier, was immer so eine Geräusche macht? Ich glaube, das ist die Blume, die Geräusche macht. So, hier können wir uns auch noch hochdrehen. Aber wir brauchen dafür einen Gegner, der was aushält. Da ist ein Wolf, der was aushält. So. Die finde ich irgendwie cool. Und ich mag die Musik hier auch in diesem Level. Oh, falsche Richtung, glaube ich. Ah, ich habe in die falsche Richtung gedreht. Ach. Egal, Leute. Egal, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Und... Ja. So, kommen wir da irgendwie an einen wichtigen Ort? Ja, okay, da oben ist ein Statue-Teil. Hoffentlich das erste. Es wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn wir jetzt schon was vergessen hätten. Aber man kann ja nie wissen, man kann ja nie wissen. So, wir müssen uns wieder einfach direkt nach oben ziehen. Ich sollte es vielleicht mal häufiger so machen, dass ich am Anfang erst die Sachen mache, die unten sind. Und danach die halt oben sind. Aber manchmal kommt es ja gar nicht mal dazu, wenn man irgendwie einfach so durch den Wind ist, wie ich immer, dann passiert das halt. So, okay, wir gucken einfach mal hier weiter. Hier ist ein kleines Levelchen und da springen wir jetzt erstmal direkt rein. So, ich höre wieder ein Wichtling. Und ich habe das Gefühl, dass das da drin sein wird, also der Kristall. So, und nicht irgendwie oben. Ach, wie kriegen wir das jetzt da kaputt? Wir müssen wahrscheinlich erstmal alles hier schroten, oder ist das falsch? Ich hoffe mal nicht, dass es falsch ist. Wäre natürlich nicht so optimal. So, aber ich
glaube, dass wir sogar doch nach oben müssen. So, okay, doch. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir. Alles gut, da haben wir den Wichtling. Die Saugtulpe saugt Haftkugeln ein und spuckt sie dann wieder aus. Na dann, Prost Mahlzeit. Du musst also sehr flink sein, wenn du diese Haftkugeln benutzt, um weiterzukommen. Haben wir bisher alle? Ja, gut, okay. Wir haben noch keinen in der Reihenfolge ausgelassen. Oh, jetzt habe ich den Kristall nicht mitgenommen. Aber wir kommen ja nochmal leichter hoch. Das ist gar kein Problem, Leute. Das ist gar kein Problem. So, jetzt. Und da haben wir den Kristall. Alles klar, Leute. Weiter geht's. Ab nach oben. Und ich würde sagen, dann holen wir erstmal die ganzen Truhen. Und hier ist zum Beispiel die erste Truhe. Ja, die erste Truhe. Gut so. Also, bisher noch nichts hier vergessen. Also, der liebe Hunty hat ja auch gesagt, dass es cooler wäre, wenn ich ein 100%-Projekt daraus machen werde. Aber ich glaube, der ist gar nicht mehr so aktiv bei diesen Let's Play leider dabei. Vielleicht ist er ja jetzt nur der inaktive Zuschauer oder sowas. Aber wie gesagt, man weiß halt leider nie, wenn jemand nicht irgendwie in die Kommentare schreibt, ob er das Video geschaut hat. Es gibt ja auch sehr viele, die einfach auf die Videos gehen, einen Like da lassen und dann, ja, war's das. Aber das hilft mir auch schon. Also, wie gesagt, ein Like unterstützt mich auch immer. In letzter Zeit sind ja, glaube ich, eher nicht so die Projekte da, die so die meisten interessieren. Was waren das jetzt? Wir müssten die Walnüsse, glaube ich, da erstmal runterholen. Ich will aber auch nichts vergessen hier, Leute. Also wenn ich jetzt schon was vergessen habe, wäre das natürlich suboptimal. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich weiß, dass es denn eher länger dauern würde mit diesem Level. Hier war ich schon. Hier war ich schon alles. Egal, Leute. Wir machen einfach weiter. Und wenn ich wieder nicht alles finde, dann mache ich es halt wieder wie beim letzten Mal. Es war halt echt ein bisschen schwierig. In dem letzten Level gab es ja diese ganzen Sachen, wo man so runtergerutscht ist. Diese Eisbahn oder wie man das nennen kann. Und ja, da war es halt echt schwieriger, weil einfach... Ja, man musste halt den ganzen Weg wieder zurück, wenn man... Oh, das wollte ich nicht. Wenn man, ja, die ganzen Sachen vergessen hatte. So, wirft er die irgendwie ab, oder? Ach nee, okay. Da müssen wir... Oh, wie wirft man die nochmal? So. Zack, okay. Und jetzt? Muss ich die dann nochmal treffen? Ich glaube schon. Aber wir dürfen uns nicht zu oft treffen. Ich glaube, die zieht ein bisschen was ab. Ja, okay. Aber er ist ganz leicht besiegt zum Glück. Deswegen machen wir hier weiter. Ich wusste auch nicht, ob man jetzt an der Seite vorbeigehen kann. Ich glaube aber nicht. Was macht der da? Ach so, das ist dieses Viech, was das einsaugt und wieder ausspuckt. So, aber da unten gibt es noch was. Das würde ich jetzt auch nicht so gerne vergessen. Aber wir machen das hier kurz erstmal. Hier ist nämlich ein kleines Level und ich würde sagen, dann machen wir das da unten kurz. Weil wir werden wahrscheinlich eh nochmal runterfliegen. Okay, was ist das? Oh, das ist eine Bombe. Das ist nicht so... Achso, wahrscheinlich müssen wir die... Müssen wir vielleicht die Bombe da hinlegen? Ich glaube schon, dass wir die Bombe hier hinlegen müssen. Oh. Kann man die auch so von hier runterwerfen vielleicht? Das könnte ja auch sein. Ja, okay. Und da haben wir das nächste Statue-Teil. Also er wird auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, der Wario. Vielleicht macht er es ja mit beiden Daumen, also die Statue jetzt. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Oh mein Gott, das war eine cringe Überleitung. So, okay. Wir holen uns jetzt erstmal diese kleine Kiste hier. Hier wird wahrscheinlich nur Geld drin sein, genau. Aber das müssen wir natürlich, als Wario müssen wir das natürlich auch mitnehmen, der ja auch so geldgeil ist. Jo, das ist auf jeden Fall das beste Design bisher. So eine komische, was ist das, eine Mutation aus einem Affen und einem Bär? Das ist auf jeden Fall die coolste Form bisher, muss ich, gefällt die. So, machen wir hier unten weiter. Und es kann gut sein, dass das irgendwie immer so ein weißes Bild kurz anzeigt. Das Gameplay. Es wäre natürlich nervig, wenn jetzt jedes Mal im Level das so komisch aussieht. Aber er hat das gerade so angezeigt. Ich weiß nicht, ich muss gleich nochmal gucken. Oder ob das nur so ein Fehler war, den ich gerade nur so gesehen habe. Okay, da ist das nächste Teil. Und der nächste Kristall natürlich. Dann haben wir jetzt
den Torso. Und weiter geht es mit dem Level, würde ich sagen. Die machen aber, wie gesagt, auch leider die gleichen Geräusche, was natürlich ein bisschen langweilig ist. Aber sonst finde ich dieses Design am coolsten bisher. Vor allem, das passt am meisten, finde ich. Nicht so ein Triceratops mit dem Teil, sondern einfach mal so ein, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Grizzly und Affe. Ich weiß nicht, was das sein soll. Was soll das darstellen? Bitte, Nintendo, klärt mich auf. Auch wenn es natürlich ein anderes Entwicklerstudio war. Jetzt Nintendo direkt. So, okay. Dann machen wir jetzt erstmal... Ach nee, hier oben waren wir ja schon. Dann machen wir jetzt erstmal hier rechts weiter. Wir haben auch erst 10 Minuten. Es könnte ja vielleicht sogar sein, dass wir das Level auf Anhieb denn direkt schaffen. Aber ich glaube nicht. Also wäre natürlich cool. Und... Oh, was ist das denn? Leute. Was soll das denn sein? Soll das irgendwie ein Wolf sein mit einer Kanone auf dem Rücken? Oh mein Gott, ey. Entwickler, ihr macht mich fertig. Aber ohne Witz, das sieht ziemlich cool aus. Oh mein Gott, was soll das denn jetzt werden? Muss ich hier jetzt einfach runterspringen? Ich glaube schon. Junge! So. Und dann geht's hier auf die kleine Plattform. Ich glaube, das sieht gut aus. Und da haben wir so ein direkt... Alter, das war mal ein lustiges Level. Auch wenn es nicht zu schwierig war, aber auch nicht zu leicht war. So. Wie gesagt, wir haben eigentlich viele Leben, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn wir ein-, zweimal getroffen werden. Okay, und hier geht es weiter mit so einem kleinen... Ja, mit so einem kleinen Kampfring mal wieder. Aber... Den gibt es ja leider überall. Das finde ich ist ein bisschen schade. Das nervt nämlich. Ich mag diese Kampfringe nicht. Was ist das denn für ein Gegner? Oder was sind das für Gegner? Was sind denn das? Aber wie gesagt, es gibt immer neue Gegner. Meistens. Aber dann halt auch die alten. Nur mit neuen Designs. Aber mit der gleichen Kampftechnik. So. Okay, Leute. Und wie ihr schon merkt, vielleicht... Mein Schnupfen ist so gut wie weg. Also... das hat mich echt ziemlich genervt, vor allem in den einen Stream, in dem Zelda-Stream, da waren aber eh nicht so viele Leute da, deswegen ist das ja nicht so schlimm gewesen. Vielleicht sind die auch deswegen alle weg gewesen, weil meine Nase so ekelig zu war, aber jetzt geht es eigentlich wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen merke ich das natürlich noch, aber so doll merkt man das, glaube ich, nicht mehr. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geguckt habt. Aber ich glaube nicht, dass so viele bis hierhin geguckt haben. Okay, ich habe aus Versehen was ausgelassen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Das werde ich dann offscreen wiederholen. Also, ja. Ihr seid ja im Gewissen, dass es ein 100%-Projekt wird. Also, wir brauchen hier erstmal einen Gegner, damit wir das Teil hier öffnen können. Oder das Teil. So geht es natürlich auch mit diesem komischen, mit dieser Skulptur von uns. Zack. Ah nein, wir haben es nicht geschafft. Wir brauchen einen Gegner. Jetzt sag nicht, dass wir hier nicht mehr reinkommen. Das ist das Nervige. Wenn ich so große Gegner habe, dann kommt man da nicht so leicht rein. Sonst kommt ihr hierher. Komm her. Nein, die sterben ja direkt. Nein! Was soll das? Was sind das denn für Magneten? Okay, den nehme ich jetzt mit. Ich weiß, dass es so ein Magnet ist, den wir hierfür brauchen. Für die Dinger. Aber... Ich benutze ihn jetzt einfach hierfür. Ist mir egal. Hä? Ich krieg das nicht auf, Leute. Was soll denn das? Oh, dann muss ich mir sogar noch ein Magnet holen. Mann. Was macht man nicht alles für die 100%, Leute? So. Magnet. Ach so, das ist ein Remix so ein bisschen auch aus der ersten Welt, glaube ich. Ersten oder zweiten Welt. Das fällt mir jetzt erst auf. So, jetzt endlich. Meine Güte, Leute. Okay. Da gibt es einen Kristall und einen Wichtling. Nee, komm mal bitte wieder zurück. Jetzt kommt er nicht wieder zurück. So. Hä? Er will einfach nicht zurück. Hallo. Komm doch zurück. Ah, jetzt kommt er zurück. Okay. Okay, da muss ich jetzt immer gucken.
Hä? Jetzt will er halt gar nicht mehr. Oh. Okay, jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Die beiden Dinger gehen halt automatisch. Und da muss ich jetzt halt immer das richtige, den richtigen Moment abwarten. Bis ich da so das Ding kreuze. Wenn ich das schaffe. Aber es sieht echt schlecht aus. Hm. Vielleicht muss ich das nochmal anders einstellen. Ich glaube, ich muss das nochmal anders einstellen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Nee, okay, ich muss das anders einstellen. Jo, ich habe es nur einfach nur versucht, also... Nicht wundern. Nein, das Ding muss aus. Kommt das zurück? Ich glaube nicht. Kommt das Ding jetzt? Oh, was mache ich denn hier, Leute? Was mache ich denn hier eigentlich für eine... Was mache ich hier? Das war falsch. So. Jetzt kann das Ding auch mal angehen. Nee, das war schon wieder zu früh. Das war zu früh. So. So sollte das eigentlich nicht klappen. Ach so, das heißt, dass alle aufhören. Okay. Okay. Ich will aber, dass der eine aufhört. Ich glaube, ich muss das so regeln. Sodass die jetzt so zusammen sind und dann laufe ich da los. So. Ja, genau, genau, genau. Jetzt müsste es eigentlich hoffentlich klappen. Das ist ein nerviges Teil. Das ist eine nervige Geburt. Aber ich glaube auch, ich mache es immer noch falsch. Ich glaube, das ist immer noch falsch. Ja, es ist immer noch falsch. Och Mann, ich muss nochmal zurück. Ach, und in die letzten beiden muss ich dann noch einstellen. Okay. Also, das sollte jetzt nicht zu schwer sein. Aber ich habe damit eigentlich viel zu viel Zeit vergeudet jetzt. Das ist halt nicht so gut. Wir haben jetzt schon 17 Minuten und ich würde sagen, der Part ist auch gleich zu Ende schon. Deswegen, ja. Das war nicht so gut. Aber jetzt müsste es klappen. Und ich hoffe, euch hat der Part mal wieder oder mal wieder auch nicht gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr es natürlich zeigen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst oder auch nicht. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge für die Parts habt oder sowas. Die Monstermagneten halten dich auf, aber sie sind zu mehr imstande. Denk mal nach, wozu taugen Magnete? Kommst du drauf, Wario? Wir kommen natürlich drauf. Und ja, wie gesagt, ihr könnt natürlich wieder mal eine positive Bewertung da lassen. Ich werde jetzt nochmal das mit den Magneten kurz ausprobieren, ob die das so hinbekommen. Wie müsste man das denn machen? Muss man die dann einfach so festhalten? Oder wie? Ich versuche das mal. Ach so, die stellen dann so eine kleine Treppe da. Okay. Das ist mal wieder good to know. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.